So, einmal rausgenommen. Naja, okay, kommen wir zum Start des Videos selbst. Super leicht das Ganze. Diesen machen plus der bewegliche Kugelkopf. Das heißt, man kann nahezu jeden Winkel hier in der Boomhalterung einstellen. Und hier dieses Element lässt sich dann auch wiederum drehen. Grüßt euch und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, die wahrscheinlich für die Action-Kamera-Freunde unter euch interessant werden könnte. Denn GoPro hat ein neues Zubehör vorgestellt, nennt sich Boom und soll in Verbindung natürlich mit eurer GoPro oder auch anderen Action-Kamera für interessante neue Perspektiven in Verbindung mit einem Auto, Motorrad, Bike allgemein sorgen. Weitere Infos gleich nach dem Intro, viel Spaß beim Zuschauen. Als allererste Handlung zunächst mal die Folie entfernen, denn diese spiegelt nicht allzu schön in der Draufsichtkamera. Von dieser Boomhalterung gibt es gleich drei unterschiedliche Ausführungen. Ich habe natürlich alle drei unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Zum einen den Boom Plus Bar Mount, also mit der Lenkradhalterung am Motorrad, Mountainbike, Fahrrad allgemein oder auch anderen zylinderförmigen Bauteilen. Die zweite Variante wäre dann die Boomhalterung plus Klebepad. Das ist dieses Klickelement, welches einrastet. Und die dritte Version, na, wer hätte es gedacht, der Boom plus die GoPro Saugnapfhalterung für Aufnahmen an einem Fahrzeug. Am Lack angebracht, an den Fensterscheiben, also für alle glatten Oberflächen, an denen die Saugnapfhalterung hält, so gesehen. Ich würde mal sagen, wir packen das Ganze jetzt mal schnell aus. So, einmal rausgenommen. Papierkram, wirklich sehr viel dafür, dass es ein Zubehörteil ist, kommt erstmal weg. Jetzt verstehe ich den Kaufpreis von 109 Euro. Hier wurden wirklich sehr wertige Materialien verwendet. Die Halterung selbst kommt mal kurz zur Seite, sowie das Element für den Lenker. Leer. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Version mit der Klebehalterung günstiger ist als die mit der Lenkradhalterung, denn die Klebepads liegen bei dieser Variante hier ebenfalls bei. Einmal ein Kugelkopf, das eine Ende für die Actionkamera, das andere wird dann an der Boomhalterung angebracht. Ah, okay, das sind Unterleggummis für die Lenkradhalterung, je nach Durchmesser des Lenkers, des Sattels, des Fahrradrahmens. Kann man hier den passenden Unterleggummi auswählen, damit die Lenkradhalterung auch bombenfest dann bei den Actionaufnahmen sitzt. Zu guter Letzt dann die weiße Box. Aha! Ihr werdet es gleich sehen, hier kommt kein Schnellspannersystem zum Einsatz, damit der Boom so schlank wie möglich gehalten werden kann und damit die Schrauben dann dank des Schlüssels hier so fest wie möglich gezogen werden können. Naja, okay, kommen wir zum Start des Videos selbst. Super leicht das Ganze. Sollte sich dank des Faltdesigns hier doch ganz gut mitnehmen lassen. Im zusammengeklappten Zustand hat man hier eine Länge von 25 cm, ausgeklappt natürlich dann das Doppelte, 50 plus die Lenkradhalterung. Mit der Lenkradhalterung ist man dann bei 53 cm angekommen. Im Detail betrachtet das eine Ende mit der Halterung für den Kugelkopf. Wenn man dann hier weiter wandert, das hier ist ein Carbonfaser, nicht nur eine Optik. Dann hier das verstellbare Gelenk. Man braucht sich nur vorstellen, hier sitzt dann die Fahrradhalterung. Dann kann man diesen machen, um einen coolen Winkel zu erzeugen. Das ist aber noch nicht alles. Schaut mal gerade auf das GoPro-Logo. Die Stange hier lässt sich auch nochmal um 360 Grad verstellen. Das heißt, einmal diesen machen plus der bewegliche Kugelkopf. Das heißt, man kann nahezu jeden Winkel hier mit der Boomhalterung einstellen. Dann geht es weiter am Programm. Das besagte Gelenk kann man natürlich noch festziehen, wenn man möchte. Hier das Element erstmal starr. Es geht weiter mit dem Carbonfaser bis an das Ende, an dem dann die Lenkradhalterung befestigt wird. Und hier dieses Element lässt sich dann auch wiederum drehen. Natürlich denkt man sich erstmal, na, wenn sich da was dreht, dann kann sich ja die Position der Kamera mal schnell verstellen. Wenn die Kamera mit ihrem Eigengewicht plus Hüppel auf der Straße hier entgegenwirkt, dann verdreht sich doch alles. Deshalb haben wir hier nochmal die Möglichkeit, mit dem Imbus das
Ganze zu fixieren, dann dreht sich da nichts mehr. Ihr habt ja eben dieses kleine Zubehörteil in der weißen Box gesehen. Der Schlüssel kommt hier so rein. Zack. Ja, auch schwergängig, das ist gut. Und kann dann am Ende so platziert werden. Und schon hat der Schlüssel jederzeit seinen Platz und geht nicht so schnell verloren. Zur Lenkradhalterung. Und es ist zum Glück nicht die aus Plastik, die man auch von GoPro kennt. Denn der Boom ist wirklich für Actionaufnahmen konzipiert. Da darf ruhig mal Kraft einwirken. Deswegen wäre es nicht so gut, wenn man hier die Halterung aus Plastik verwendet hätte. Die wäre dann bei dem verlagerten Gewicht dann doch zu schwammig. So. Alles aus einem Aluminium gefertigt. Jetzt noch den Kugelkopf auf die andere Seite. So. Hier kommt die GoPro drauf, auch der Kugelkopf über die gleichen Schrauben einstellbar, um den Winkel hier verstellen zu können. Die Kamera sitzt hinten seitlich und bietet eine interessante Perspektive, natürlich auch für 360 Grad Kameras interessant das Ganze. So viel zur neuen GoPro Boom-Halterung für eure GoPro oder auch andere Action-Kamera. Ein Riesengruß an den Zuschauer, der mich auf dieses Zubehör hier aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, kommentieren und natürlich diesen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns, bis dann, ciao!